Vier dieser Zahlen sind gleich. Frage, welche ist die fünfte? Wir werden ganz einfach diese fünf Zahlen berechnen. Die erste, 8 ist dasselbe wie 2 hoch 3 und 4 ist dasselbe wie 2 hoch 2. Somit erhalten wir die gemeinsame Basis 2 und hier steht dann 2 hoch 2 hoch 1010, das heißt 2 hoch 2 mal 1010. 2 mal 1010, das macht 2020 plus 3 ist 2023. Also die erste Zahl ergibt 2 hoch 2023. Jetzt die zweite. Hier werden diese Exponenten 17 und 119 einfach miteinander multipliziert und 17 mal 119, das macht 2023. Somit sind die ersten zwei Zahlen schon mal gleich. Die dritte. Hier werden die Exponenten ganz einfach addiert und 2000 plus 23, das macht 2023. Die drei ersten Zahlen sind gleich. Kommen wir zur vierten. Die 4 schreiben wir in Form von 2 hoch 2. Also steht hier 2 hoch 2 mal 2 hoch 10. Und dann 5 im Quadrat ergibt 25 und das Minus steht davor. 2 hoch 10, das ist 1024, mal 2, das macht 2048. Und 2048 minus 25, das macht 2023. Somit sehen wir also, dass die vier ersten Zahlen gleich sind, also muss die fünfte eine andere Zahl ergeben und somit ist die Aufgabe erledigt. Die richtige Antwort ist die Antwort E. Man kann immer noch überprüfen, ob diese letzte Rechnung wirklich eine andere Antwort ergibt als 2 hoch 2023. Also rechnen wir das noch aus, wieder durch die Potenzformel. Und wir finden als Antwort effektiv 2 hoch 2147 und das ist nicht 2 hoch 2023. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.